Urlaub vergessen. Scheiße. Bam. Moin moin liebe Fischköpfe da draußen. Was ihr direkt hier vor mir seht und was ihr gerade eben vielleicht schon in Aktion gesehen habt, ist, ich will nicht sagen das brandneue, aber es ist das Twin Rig. Wie man das bindet, wie man es führt, welche Komponenten man braucht dafür, um dieses Rig zu binden, das seht ihr heute. So, liebe Friends, jetzt geht's hier an die Arbeit. Wir wollen das Twin Rig basteln. Was braucht man dafür als allererste Frage? Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Rig überhaupt anzubieten. Wir haben einmal die Methode mit zwei Jigköpfen, dann haben wir eine etwas zackigere Führung, vielleicht relativ gut für den Hochsommer, wenn die Barsche richtig aggressiv sind, vielleicht auch Hechte. Und wir haben die Möglichkeit Nummer 2 mit dem Offset-Haken, die auf der einen Seite sehr lethargisch sein kann, dass man den Köder sehr ruhig im Mittelwasser stehen lassen kann, die Köder sich nur gelegentlich kreuzen. Und kann diese Variante aber auch sehr zackig an der Oberfläche führen mit den Offset-Haken. Also beides seine Pros und seine Kontras. Wir fangen jetzt einfach mal an mit dem Jig, wie man das mit dem Jig anbietet. Als allererstes, das ist bei beiden Rigs gleich, brauchen wir 2 Stücke Schnur. Man kann jetzt entscheiden, ob man Fluorocarbon nimmt, leichtes. Ich habe das Gefühl, oder glaube es zumindest, ich habe jetzt kein Fluorocarbon hier, dass es mit Fluorocarbon vielleicht noch ein bisschen besser läuft, weil wenn man weiches Fluorocarbon hat, ich habe jetzt hier Hartmono, kann ich mir vorstellen, dass die Köderführung vielleicht einfach nochmal gerade bei der Offset-Variante ein Ticken leichter geht und nicht zu steif läuft. Wichtig ist, dass wir 2 Vorfächer nehmen. Wir haben ein langes Vorfach, was so gute 40 cm lang ist. Und dann haben wir ein Vorfach, was ein Stück kürzer ist. Ich kann das hier mal zeigen. Das ist ungefähr um 5 cm kürzer. Wenn wir unsere Vorfächer fertig haben, das eine kürzer, das andere länger, hauen wir ans Ende beider Seiten jeweils ein... Wie heißt das denn überhaupt, das Ding? Na, das ist natürlich super, wenn man das nicht weiß. Ja, das Ding, was unten irgendwie am Wirbel dran ist, hier so ein Törnchen, so ein Anhänger hier. Ja, genau. Der. So, das kommt an beide Enden ran. Und dann ist es eigentlich ganz easy. Dann haben wir unsere 2 Jigköpfe. Zack, zack. Ich habe jetzt hier einfach mal 2 0815 Köder genommen, so Fransenköder, die ein bisschen Aktion haben, aber auch nicht zu viel. Es ist halt wichtig, dass der Köder möglichst so Pintail-artig ist. Es gibt auch so ganz schöne Köder, die der Köder muss nämlich darten, das ist ganz wichtig. Und ich habe jetzt hier 2 10 Gramm Jigköpfe. Es ist aber eigentlich vorgesehen, dass man das Ganze mit Speedjigs anködert, weil man dadurch diese Darting-Action erst bekommt. Wenn man dann am besten noch so ein Pintail hat wie hier, ist es optimal. Es geht jetzt aber auch so, das muss klappen. Wir haben jetzt hier 2 Fransenköder, 2 Jigköpfe und dann binden wir die ganz normal an unsere beiden Vorfächer hinten ran. Nummer 1 und zack, Nummer 2. Wir haben jetzt also unsere beiden Vorfächer. Wenn ich die jetzt nebeneinander lege, Jig neben Jig, haben wir hier einmal unser kurzes Vorfach vorne und unser langes Vorfach hinten. Das ist wie gesagt nur 5 cm länger oder so. Jetzt nehmen wir uns unsere Hauptschnur. Ich habe mir vorhin hier so einen Stock aus dem Wald geholt. Aus dem Wald, sage ich schon, hier aus dem Knick. Und wir ziehen unser kurzes Vorfach, ganz wichtig, unser kurzes Vorfach, auf die Hauptschnur, direkt einfach rauf. Zack, jetzt unsere Hauptschnur. Ziehen das rauf, können das durch bis nach hinten durchrutschen lassen. Und ans Ende knoten wir das Vorfach einfach ran. Zack, wieder fest. Jetzt können wir, wenn wir wollen, noch am Ende hier überstehenden Kram abschneiden, haben unser langes Vorfach hier hinten, zack, und hier unser kurzes Vorfach. Man sieht's, so sieht das Ganze aus, in Action seht ihr das gleich nochmal. Zur Variante 2 kann man sagen, nimmt man einfach seine 2 Offset-Haken, ich habe jetzt hier so 2 0815 White Gap-Haken, nimm den Köder, Anköderungsmethode ist glaube ich jedem Anfänger-Barschangler bekannt, zack, ziehen ihn auf, gucken, wo muss der Köder rauskommen, ist hier hinten, und haben einen perfekt aufgezogenen Barschköder. Das gleiche machen wir mit dem anderen nochmal, das zeige ich jetzt nicht, weil das bestimmt jedem bekannt ist. Wir testen jetzt erstmal die erste Variante mit dem Jig, danach seht ihr die zweite mit dem Offset-Haken und dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr vom Twin Rig haltet und schreibt mal, wenn ihr irgendwelche Erfolge damit habt. Attacke! Quiet like the ocean, oh, your treasure hidden down below. As suddenly does it come, I know. Should I be scared if you stay or go? Tell me, am I insecure? Just overly emotional. Have I fallen down, down low?
Liebe Friends, ich bin fertig mit der kleinen Rig-Session. Habe euch hier gezeigt, wie der Kram gebündelt wird. Ich finde, das sieht trotz der Umstände... Oh, die GoPro schwimmt da noch im Pool. Ich finde, das sieht trotz der Umstände sehr, sehr geil aus. Also Umstände meine ich natürlich, dass ich hier so einen Holzstock als Angel habe und dass man natürlich noch so ein Speed-Jig-Head nehmen kann und das Ganze vielleicht dann noch ein bisschen geiler aussieht, wenn die Dinger sich so kreuzen. Von den Offset-Haken muss ich sagen, ich glaube, ich würde eher die Jig-Variante nehmen. Kann aber vielleicht natürlich auch ganz geil sein, wenn man die im Sommer mal ganz schnell zack, zack, zack über die Oberfläche, über die Seerosen, wo auch immer hin lang zieht, könnte knallen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge der Fischköpfe. Bleibt fischig, bis zum nächsten Mal. Ciao.